Hi Leute, willkommen zu dem kleinen Sandal-News-Video auf meinem YouTube-Sandal Game-Account. Heute mal ein bisschen anders, heute kein Mario Kart, heute ist nur einzig und allein vor der Kamera, in der Kamera, vor der Kamera und red ein bisschen. Also nicht viel, wird es auch kein ewig langes Video, nur ein kurzes, um alles up-to-date zu fassen, weil es wieder gefragt habe, ist eigentlich wieder los. Letzte Woche war das, glaube ich, ein Video hochgeladen, betitelt Wir müssen reden. Und hab dann auch richtig schön gesagt, weshalb in den letzten Wochen, Monaten so wenig kam. So. Dann habe ich aber auch gesagt, dass ich mir ebenfalls etwas überlege, wie ich das in Zukunft hinbekomme, dass es irgendwie doch alles wieder Content liefern kann, in welcher Form auch immer. Und diese Überlegung habe ich gemacht und bin da auch zu einem Schluss gekommen, den ich euch jetzt auch im Folgenden auch erläutern werde. Es wird jetzt nicht so sein, dass ich täglich streame, weil ich habe diese Zeit einfach nicht. Ich habe leider Gottes nicht die Zeit, jeden Tag für 2-3 Stunden oder auch nur eine Stunde zu streamen. Weil ich dies ein verdammt wichtiges Tool habe und einfach Solistim Express Hochleistung geben muss. Also 130%, 150% besser. Und da fällt YouTube dann irgendwo ein bisschen runter. Normalerweise hat man auch noch Freunde, die fallen jetzt wegen Lockdown auch ganz runter. Aber ich muss da irgendwie eine Balance finden. Und da passt einfach jeden Tag YouTube machen, geht da leider nicht. Deshalb haben wir es zu uns lassen, dass ich ein Let's Play Projekt habe. Hauptprojekt. In dem Fall ist es ja bei unseren 3D All-Star Marios, den Galaxy Teil hier, den ich gerade derzeit am Socken bin. Und danach werde ich mit Pikmin 3 weitermachen. Und dann ist es wieder Februar und da kommt so ein Super Mario D-World raus. Und für den Projekten plane ich, ein Part pro Tag zu bringen. Quasi für ein Offline-Projekt. Und dann plane ich, paar Mal in der Woche, so wie ich Zeit habe zu streamen. Manche Wochen gar nicht, manche Wochen noch öfter. So wie ich Zeit habe zu streamen. Und dann streame ich Community Display. Sei es Mario Kart 8 Deluxe, sei es Splatoon 2, sei es Minecraft, sei es Smash Bros., sei es Animal Crossing. Irgendwelche Community-Zeugs, da kann man dann davor ausmachen, was das sein wird. Aber was Fakt ist, dass ab jetzt täglich ein Video kommt zu einem Let's Play und derzeit Super Mario Galaxy. Und das nehme ich dann ab jetzt immer am Wochenende vor auf, weil ich habe am Wochenende die Zeit dafür. Irgendwo. Oder zumindest immer ein Video pro Tag kommt. Das ist mein Ziel. Das Ganze ziehen wir erstmal durch bis Weihnachten. Dann ab Weihnachten ziehen wir eine Bilanz. Und dann schauen wir, wie wir ins neue Jahr durchstarten können, ob da mehr oder weniger geht oder wie es dann weitergeht. Kommt eh erst einmal Silvester-Talken, alles. Aber bis Weihnachten, bis Silvester, will ich das jetzt mal wirklich durchziehen, dass jeden Tag ein Video kommt. Und das ist ein Experiment. Weil ich habe auch so in meinem Privatleben ein bisschen auch umgestellt, so Tagesablauf, Gewohnheiten und so weiter. Und dann will ich mal schauen, wie gut das jetzt einfach zusammenpasst. Weil das ist die beste Möglichkeit, die meiner Meinung nach ich deshalb habe, um YouTube einigermaßen gescheit zu intrigieren in meinem Leben. Und das ist jetzt ein Versuch. Wir schauen mal, wie gut das klappt. Ich will erst durchsehen, dass ich jeden Tag ein Video hochladen, aber ihr sollt bitte nicht rummeckern, wenn man einen Tag kein Video bekommt. Weil ich kann es ja nicht so 100% irgendwie sagen, ja, es wird so sein. Aber ich nehme es mir vor, dass zumindest bis Ende dieses Jahres jeden Tag ein Video kommt. Und ab Dezember wird es dann noch so, dass immer ein Adventstürchen-Video kommt. Das will ich auf jeden Fall dieses Jahr wieder machen. Und dann mal schauen, wie das wird. Ich will das jetzt wirklich durchsehen, mit jeden Tag ein Part Galaxy. Ich will das durchsehen und ich werde es durchsehen. Und das wird auch klappen. Aber wenn es ganz, ganz sicher. Nur damit ihr jetzt einfach so mal Bescheid weißt und wisst, was Sache ist. Ab jetzt, ab heute, ab Montag, den 2. November, ab dem Tag, wo in Bayern, in Deutschland bald Lockdown ist, will ich das starten. Und bis Dezember, bis Ende des Jahres, jetzt jeden Tag ein Video hochladen. Streams unregelmäßig. Wann ich Zeit habe. Da kann ich derzeit noch gar nichts dazu sagen. Es stimmt jetzt an dem und dem Tag, weil ich einfach nicht weiß, ob ich an dem und dem Tag Zeit habe. Weiß es einfach nicht. Ne? Wenn ich am Tag mal Zeit habe zum Streamen, dann mache ich das. Wahrscheinlich leider eher auch kurzfristig. Und wenn nicht, dann streamen es halt nichts. Aber da kann ich derzeit leider nichts genaueres dazu sagen. Einfach weil ich noch nicht weiß, wann ist dieser Stream. Weil ich im nächsten Jahr streame. Es wird immer so unregelmäßig sein. Aber ich glaube, das ist die beste Art, das soweit einigermaßen hinzubekommen. Da muss man mal schauen, wie gut das Ganze dann letztendlich klappt. Aber da bin ich mir sicher, dass wir da so einem
einigermaßen eine coole Lösung gekommen sind, hoffe ich zumindest. Und ja, sagen wir doch mal, wie gut das klappt mit dem jetzt ein Video pro Tag hochladen. Ich bin gespannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Das Wort Feedback. Würde mich sehr freuen. Ja, was gibt's noch in der Sandy News zu berichten? Denn viel mehr gibt's nicht, weil wir hatten ja erst dieses Sie müssen reden Video, wo es einen Haufen Zeugs aufarbeitet habe. Was mich ein paar gefragt haben zum Thema Pikmin. Ja, ich habe SV zu Let's Playen. Nein, noch nicht in absehbarer Zeit. Und nein, ich besitze es auch noch nicht. Weiß ja nicht, wann ich mir es hole. Wahrscheinlich erst Dezember hin. Weil es für Dezember Let's Play wird von mir. Hängt aber auch davon ab, wie weit es und wie lange es jetzt noch hier aussieht. Also nur der reine Galaxy-Teil. Also den Sandstein-Teil zum Beispiel will ich nächsten Sommer machen, nur so mit ungefähr einem Ort und Kant und den mal für den 60-Teil irgendwann halt im Frühling ganz wissen. Frühjahr irgendwann. Mal schauen, Mann. Los, mal schauen. Genau. Ja, und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht mit denen Art mein Channel wieder ein bisschen wiederbeleben will. Weil nach wie vor, YouTube ist einfach mein größtes Hobby. Und ich mache das mit Leidenschaft und ist. Lass einfach weitermachen. Egal wie wenig Leute mir zuschauen, egal wie krass mir die Hütte brennt. Aber es muss halt, wie gesagt, immer das Verhältnis für Schule und Co. lassen. Und Schule ist nun mal die Sache halt verdammt wichtig. Und dann lass es ganz offen gesagt: Lieber YouTube mal 2 Wochen fallen, als dass ich 2 Wochen meine Schule fallen lasse und so nicht einen Abschluss bekomme, den ich müsste. Weil es ist einfach wichtiger. Und da muss einfach Prioritäten setzen. Was aber nicht heißt, dass YouTube ist auch wichtig ist. Aber leider nicht an erster Stelle. Aber ja, schauen wir das alles wieder mit mehr Videos jetzt belade. Zumindest wie gesagt, 1 pro Tag bis Weihnachten werde ich jetzt durchsehen. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Das soll es dann aber soweit für heute gewesen sein mit dem kleinen Infovideo. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!